ohne Worte. Das ist ein verdammt seltsamer Bug. Ja, er ist verdammt seltsam und ich traue mich nicht wirklich unter ihn zu kommen, weil ich habe das Gefühl, dass er dann runterfällt. Ja, Kabuto. Du seltsames, dummes Tier in diesem verdammt verbuggten Spiel. Was soll ich denn machen? Eine Granate werfen? Ja, ein paar Granaten. Okay. Da hängst du also so. So lässt du dieses Let's Play wohl beenden, hä? Huh? Das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Oh, das tut mir auch weh. Boah, ist das blöd. Das ist doch irgendwie... Das hat irgendwas verdammt Lächerliches. Vor allem, dass auch noch diese Position ich ihn nicht angreifen kann. Was soll denn der Scheiß? Irgendwo muss ich doch einen Weg finden, ihn trotzdem zu treffen. Da kommt schon. Ich muss mich irgendwie durch seine Beine graben. Komm schon. Komm schon. Ich kann einfach nicht. Da war's. Da bin ich durchgeflutscht. Es ist einfach nur total seltsam, dämlich, komisch. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll und ob ich diese Mission neu starten soll. Tatsächlich, ich glaube, ich starte diese Mission neu. Das hat doch jetzt auch keinen Sinn. Ja, ich starte die Mission neu. Wow. Dass ich das im letzten Part mal machen muss. Whee. Komm her, Kabuto. Verbug dich nochmal hier drin. Oder hier drauf oder da drüber. Es gibt doch nicht, wie ich einfach nicht treffe. Dreh ich mal um, bitte. Die Granaten auch nichts machen. Obwohl ich voll treffe. So. Du wirfst jetzt mit Felsbrocken. Aber du triffst dich wahrscheinlich nicht, wenn ich hier unten stehe, oder? Warten wir gespannt. Wow. Das hat mich jetzt etwas erschreckt. Kommt noch was? Wow. Eieiei. Okay. Ich nehme es zur Kenntnis, du bist da. Hallo, Halli, hallo, was hast du denn da alles rausgespuckt? Wo bin ich? Okay, das war jetzt auch verdammt seltsam. Dieses Spiel, es macht mich doch auch in den letzten Minuten irgendwie perplex, ich weiß auch nicht. Ah, ich will mal noch. Komm hier, Kabuto. Weil hier bin ich sicher. Komm schon! Gleich haben wir es! Meine Fresse, ich sehe auch gar nichts! Warum zoome ich auch die ganze Zeit eigentlich? Ich kann auch einfach so draufballern!
Komm schon, noch ein Schuss. Jawoll. Stirb, du dummes Tier. Okay, du musst auch nicht am Ende irgendwie rumschreien. Nein, du fällst ganz still zu Boden, während im Hintergrund noch irgendwelche Gewitter einschlagen. Ladeende. Backen-Designer. Designer vor allem. Entwickler. Okay, was geht jetzt? Okay, abgestürzt. Ja, cool. Das Spiel ist so im Arsch. Ich kann Kabuto nicht wehtun jetzt irgendwie. Gerade habe ich so einen Bug, dass ich ihn nicht verletzen kann. Und er springt da hoch zu diesem Stein und bleibt da stehen. Er bleibt da einfach stehen. Was ist das? Explain this bullshit, please. Ich möchte euch den letzten Credits oder was auch immer das ist, den letzten Cutscene zeigen, aber das geht nicht, weil Kabuto da oben einfach stehen bleibt. Ich muss es ja wieder machen, weil es irgendwie gerade abgeschüttet ist. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt am Ende so abfuckt. Aber boah, Alter, das ist nervig. Das ist richtig kacke. Okay, ich versuche jetzt mal irgendwie rauszukommen. Vielleicht kann ich ihn ja doch irgendwie treffen. Ich bin ganz sicher, wie ich darauf kommen soll. Es ist auf jeden Fall schwer. Komm schon, komm schon. Oh Gott, ich schaffe es hoch. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah, da war ich auch angespannt. So. Jetzt steht er still und ist ein Vollidiot. Das sage ich schon die ganze Zeit, aber ich versuche es mal zu treffen. Da, seht ihr es? Es geht einfach nicht. Was soll denn die Scheiße? Was soll das? Oh Gott, nicht runterfallen. So. Es geht nicht. Da seht ihr es. Es ist so am Arsch. Ich muss das Spiel wahrscheinlich nochmal neu starten, aber... Boah. Was geht hier nur ab? Was geht hier nur ab? Das kann man ab, Kabuto. Spack. Na, was geht, Leute? Wundert euch nicht über diese seltsame Haltung, aber... Nach 500 Versuchen bin ich einfach nur glücklich, dass er tot ist. Und auch diesmal gibt er keine Geräusche von sich. Sehr tragisch. Sehr tragisch. Sehr theatralisch dargestellt. Ein Meisterwerk. Unglaublich. Mann, ich habe jetzt so viel Scheiße noch zum Abschluss aufgenommen. Und das alles nur wie diesen letzten Kampf. Lade Ende. Und lade jetzt keinen Absturz. Bitte sehr, Jungs. So gut. Endlich. Reggie, ich kann dich nicht gehen lassen ohne Abschiedskuss. Muss das jetzt noch zum Ende sein? Bist du bald fertig? Okay, also, was gibt's zum Essen? Leb wohl, Reggie. Ach, Mann. Ich wollte euch nur sagen, dass es mir gut geht. Abgesehen von dem ganzen Feuer und Schwefel ist es gar nicht mal übel hier. Ein paar von Otoisis Kartoffeln wären doch nett. Mit ein paar Erbsen dazu. Gute Idee. Ich verhungere schon. Schön, dass Timmy auch nochmal zu sehen ist. Oh, sorry, ich glaube, das ist gerade ein bisschen leise. Oh.
Was für ein Happy End. Und was für eine schöne Musik. So muss diese Musik, das ist die perfekte Credits-Musik. Verdammt, die müsste immer zum Credits laufen. Oder in einen Aufzug. Also gut. Fazit. Giants. Jetzt, wo ich es nochmal durchgespielt habe, ist es wirklich vielleicht auch kein Titel, den man wirklich gespielt haben muss oder so. Nein, das Giants echt nicht. Giants ist nett. Nett und lustig. Das habe ich auch schon öfters gesagt, dass mir der Humor sehr gefällt. Und wenn er euch zugesagt hat, dann wird es wohl einer der einzigen Gründe gewesen sein, um sich das Play anzugucken, denke ich. Weil es ist jetzt nicht storytechnisch irgendein Meisterwerk oder es besitzt so viele Gameplay-Abwechslungen, dass man es berauschend findet, jede Minute sich anzuschauen. Vielleicht bist du auch einfach nur angeguckt, weil ich rede, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist es halt, wie gesagt, ganz nett, lustig, aber es ist voller Bugs. Und zugegeben, ich kenne den Multiplayer jetzt nicht, also dieses Spiel besitzt einen Multiplayer. Ich könnte mir mal vorstellen, dass er ganz... ich wollte auch schon wieder ganz nett sagen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass der einiges mehr drauf hat. Aber da sollte ich mir das echt schon mal genauer angucken, um da irgendwie auch eine Meinung fällen zu können. Blabla. Worum ist die nette Aufzugmusik weg? Egal. Das war eigentlich alles, was ich zu sagen habe, und ich denke mal, jetzt am Ende will ich noch irgendwelche Clips reinstecken, die ich... Keine Ahnung. Guckt's euch an. Danke. Kommt jetzt noch irgendwas? Ich guck's mir noch zu ändern, aber ich glaube, es kommt nichts mehr. Also, und jetzt guckt ihr euch den anderen Scheiß an, den ich jetzt noch zu zeigen habe. Ja, guckt's euch an. Oh ja, guckt's euch an. Wo bin ich denn? Wo bin ich? Was bin ich? Ich bin etwas. Es ist ruhig und ich frage mich, wo ich... Wieso kann ich denn... Ja gut. Müsste ja auch selbsterklärend sein, dass ich hier bin. Bin ich tot? Ich bin tot. Oh mein Gott. Da ist das Licht. Lass mich durch hier. Ich komme. Meine Güte. Ist das schön. Und... Ich kapiere es einfach nicht, aber es ist so schön. Ich kapiere es einfach nicht. Leute, das war mein Let's Play zu Giant Citizen Kabuto. Wow. Und ich würde sagen, das ist irgendwie ein gutes Ende. Tschüss, Insel. Ich kann auch irgendwie... Ja, es ist wie in Minecraft. Die Welt ist unendlich groß. Ja. Ja, das war's mit Giants. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Aber es ist ein gutes Ende, würde ich sagen. Zu einem sehr lustigen Spiel, was, ja, größtenteils wohl einfach nur lustig war. Gameplay-technisch war es auch ganz viel in Ordnung, aber ihr seht ja selbst, es gibt so seltsame Sachen einfach nur. Der letzte Bosskampf hat es auch nochmal bewiesen. Ich bin draußen. Ja, ich gehe jetzt raus. Tschüss, Sonne. Tschüss.